Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Herzlich willkommen zu Türchen Nummer 2 vom Beauty-YouTuber Adventskalender 2018. Wuhu! Ja, ich bin das zweite Türchen, das zweite Kläppchen. Auf jeden Fall möchte ich euch gerne heute mein Projekt zum Thema Sharing is Caring vorstellen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen. Hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Selbstverständlich gibt es auch noch eine Verlosung am Ende, wie das bei diesem Beauty-YouTuber Adventskalender 2018 so ja, die Regel ist. Und bleibt einfach bis zum Ende dran, schaut euch das an und Vor mir am 1.12. war die liebe Kathi von Kathis Kosmos dran und schaut doch gerne einfach mal bei ihrem Video vorbei. Ich werde es euch auch am Ende des Videos hier nochmal verlinken. Und nach mir, sprich morgen am 3.12. ist die liebe Cat Green dran. Ich verlinke euch mal hier ihren Kanal. Schaut gerne vorbei morgen, da wird ihr Video hochgeladen werden. Und dann würde ich sagen, lege ich los. Passend zu meinem Turnus, den ich zurzeit so habe mit den ganzen Adventskalendern, habe ich mir ein kleines süßes Thema ausgesucht. Dieses Jahr habe ich mich entschieden, bei diesem Projekt mitzumachen. Und zwar ist das die Aktion 24gutetaten.de. Da seht ihr die Karte dazu. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Homepage von denen unten in der Infobox. Und genauso wie auch die beiden Kanäle von den... So wie alle Kanäle von allen, die mitmachen, findet ihr alles in der Infobox. Genau, so, und zwar ist das hier ein Adventskalender, für den ich 24 Euro plus Versand bezahlt habe. Und da sind 24 Kläppchen drin. Und hinter jedem Kläppchen verbirgt sich eine gute Tat, die man innerhalb dieses Zeitraums halt verbringt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das sind Hilfsorganisationen, das sind soziale und ich glaube auch so... ökologische Projekte oder so. Bin ganz gespannt, was dahinter ist. Deswegen möchte ich gerne diesen Adventskalender auch heute mit euch zusammen öffnen. Und das Ganze ist tatsächlich so, dass du jeden Tag dann auch, also theoretisch machst du den Adventskalender ja auch im Advent auf, dann siehst du jeden Tag auf der Homepage auch, welche Hilfsorganisation das ist. Theoretisch können das auch Firmen machen, die können dann hier auch ihr Firmenlogo draufdrucken lassen. Aber ich habe es jetzt einfach so privat gemacht und mir den Adventskalender so bestellt. Helfen ist süßer als Schokolade. Dann machen wir das schöne Ding mal zusammen auf, würde ich sagen. Am 1.12. spendest du für eine Dose Medikamente für einen Schimpansen im Kongo. Mega cool. Das freut mich. Das ist ein Projekt, was ich sehr, 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 sehr gerne unterstütze. Am 2. Dezember 1,5 Tage sauberes Wasser für einen Menschen in Äthiopien. Ach du Scheiße, das ist tatsächlich 1 Euro nur? Für 1,5 Tage sauberes Wasser für einen Menschen in Äthiopien, das finde ich krass. Ja, man wird halt durch diesen Kalender und die ganzen Projekte, die allgemein so im Advent stattfinden, dazu animiert, sich dann auch mal so ein bisschen mit der Welt zu befassen. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Am 3. Dezember spendest du eine Zahnbürste für ein Kind in Myanmar. Krass. Am 4. Dezember spendest du einen Tag Online-Studium für einen geflüchteten Menschen. Hashtag Wish for Education. Am 5. Dezember spendest du 2,5 Quadratmeter blühende Wiese für Schmetterlinge in Thüringen. Wir haben ja auch einen Garten und da sorge ich auch dafür, dass es halt viel, viel, viel Vielfalt gibt und blühende Geschichten. Am 6. Dezember spendest du eine warme Mahlzeit für ein unterernährtes Kind in Nairobi. Am 7. Dezember spendest du eine Augenuntersuchung für einen älteren Flüchtling in Äthiopien. Krass. 1 Euro. Am 8. Dezember spendet man eine Stunde Weiterbildungskurs für eine Frau im Libanon. Und diese Projekte wurden auch im Vorfeld von eben dieser Organisation ausgesucht und sind dann ja in jedem Adventskalender so auch drin und das finde ich mega cool. Die haben sich dann für 24 Organisationen entschieden, die konnten sich dort bewerben. Und ja, dann wurden die Adventskalender entsprechend gestaltet. Am 9. Dezember spendest du eine Futterration für ein gerettetes Wildtier in Vietnam. Ja, nicht in jedem Land geht es den Tieren so gut wie bei uns. Am 10. Dezember spendest du 3 Mahlzeiten am Tag für Kinder
von Näherin in Bangladesch. Am 11. Dezember spendet man ein Fahrradtraining für eine geflüchtete Frau in Deutschland. Ja, die kennen keine Fahrräder. Die gehen total steil darauf, wenn die hier ein Fahrrad bekommen. Das habe ich auch schon mitbekommen. Das ist der Wahnsinn. Die lieben das und die hegen und pflegen das. Das ist schon krass. Am 12. Dezember spendet man 20 Minuten Physiotherapie für ein Kind mit Behinderung in Haiti. Am 13. Dezember spendet man ein Zuhause für 75 Bienen in den Streuobstwiesen Deutschlands. Am 14. Dezember spendet man 2 Essenslieferungen an hilfebedürftige Menschen in Brandenburg. Am 15. Dezember spendet man 15 Minuten Sprachtherapie für ein Spaltkind in Indien. Am 16. Dezember spendet man 3 Stunden Schulvorbereitung für Eltern und Kind in Deutschland. Am 17. Dezember spendet man Saatgut für 1,6 Hektar Maasai-Land in Kenia. Am 18. Dezember spendet man eine Impfung für eine Ziege durch eine Frau in Nicaragua. Eine Impfung für eine Ziege durch eine Frau in Nicaragua. Warum durch eine Frau? Was ist daran besonders? Vielleicht ist es so, dass die Frauen in Nicaragua nicht wirklich impfen dürfen oder so. Ich weiß es nicht. Bin ich gespannt. Werde ich auf jeden Fall auf der Homepage am 18. Dezember mal gucken, was genau das bedeutet. Am 19. Dezember spendet man Medizin für 2 Malaria-Therapien für Kinder in den Nuba-Bergen. Am 20. Dezember spendet man 5 Minuten Bewerbungstraining für Geflüchtete in Deutschland. Mega wichtig. Am 21. Dezember spendet man 16 Tage sauberes Biogas zum Kochen in Nepal. 16 Tage, 1 Euro. Ein verdammter Euro. Krass. Am 22. Dezember spendet man 1000 Stunden sauberes Solarlicht für eine Familie in Costa Rica. Wahnsinn. Den Kalender gibt es tatsächlich auch schon relativ lange. Also ich habe das auf der Homepage auch mal so, ne, bevor, klar, ich habe mich vorher informiert, ne. Den gibt es, glaube ich, lass mich nicht lügen, 6 Jahre, 7 Jahre, also schon richtig lange. Und ja, werde ich mir definitiv nächstes Jahr auch nochmal holen. Am 23. Dezember spendet man ein aktives Freizeitangebot für Kinder im ländlichen Brandenburg. Ach was, ist das so heftig in Brandenburg? Und am 24. Dezember spendet man eine Frühstückssemmel für ein krebskrankes Kind in Berlin. Wahnsinn, oder? Also mich regt das definitiv zum Nachdenken an. Da wird einem warm ums Herz, wenn man sieht, was man für 24 Euro machen kann. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe für die Familie oder für die Freunde, sondern es gibt genug andere Menschen auf der Welt, denen es halt nicht so gut geht wie uns und die halt, ja, keine Familie haben, keine Freunde haben, die einen unterstützen. Und manchmal sind diese Leute auch gar nicht so weit von uns entfernt. Also es gibt ja in fast jeder Großstadt irgendwelche Frauenhäuser, es gibt überall Flüchtlingsheime, also überall. Mir wird warm ums Herz. Also durch den Kalender wird mir warm ums Herz. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich habe mir jetzt den Adventskalender gekauft und damit mache ich jetzt einen Haken hinter die ganze Geschichte. Nee. Für uns ist alles selbstverständlich. Für den Rest der Welt manchmal nicht so wirklich. Denk mal drüber nach. Also das ist jetzt so im Rahmen Sharing is Caring eine definitiv geile Geschichte, die sich die Kathi von Kathis Kosmos ausgedacht hat oder die sie vielmehr ins Leben gerufen hat. Schaut auf jeden Fall nach rechts und links in eurem Umfeld und guckt, wem ihr vielleicht einfach mal was Gutes tun könnt durch kleine Dinge. Einfach nur irgendwas Kleines. Ja, das hier ist eine anonyme Geschichte. Ja, aber manche Sachen sind dann auch einfach durch die direkte Geste, durch das einfache Tun. So einfach. Ich will jetzt auch nicht allzu lange da jetzt noch reden. Es werden noch
genug andere YouTuber, und zwar 22 nach mir, auf diese Aktion hinweisen. Ich muss jetzt einen ziemlich krassen Umschwung zu der Verlosung machen. Ich mach's jetzt einfach mal so. Ihr Lieben, kommen wir zur Verlosung. Ja. Und zwar habe ich hier in diesem Päckchen allerhand schöne Beauty-Produkte für euch vorbereitet. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Schreibt einfach unten in die Kommentare einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Sharing is Caring. Und ja, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Ja, seid einfach Abonnent meines Kanals und schon, zack, seid ihr mit dem Lostopf. Die Verlosung geht bis zum 24.12. um 23.59 Uhr, also tatsächlich genau bis Weihnachten. Der Gewinner wird von mir per Direktnachricht kontaktiert und sollte sich dann innerhalb von einer Woche bei mir melden, per Instagram oder per E-Mail. So, und jetzt zeige ich euch mal die Produkte, die es zu gewinnen gibt. Und zwar habe ich hier zuerst von Isana eine Aktivkohle-Peel-Off-Maske, einen Hydrating Lip Plumper von Grande Lips, ein Badeschaum Kuschelglück von Triacle Moon, ein Duschgel mit Vanille von Tahiti. Als nächstes habe ich hier von Rival de Loop Young Little Fairy Tale eine Eyeshadow Palette. Und hier hinten siehst du die Farben. Dann habe ich hier ein Set von Sally Hansen Vitamin E Nail and Cuticle Oil und dazu ein Nagellack. Von Rival de Loop Young Eyelashes, Wimpern. Als nächstes habe ich hier drin von Barbour eine Ampulle. Und hier ist nicht nur eine Ampulle drin, sondern auch ein 10-Euro-Gutschein, den ich jetzt hier nicht hochzeigen möchte. Das ist ein Behandlungsgutschein für eine Gesichtsbehandlung, der gültig ist bis zum 31.12.2021. Dann habe ich hier drin von Revolution ein Lipgloss. Den habe ich auch, den finde ich super. Von Catrice habe ich hier einen Lidschatten drin, in der Farbe 050 La Vie en Rose. Exfoliation Socks, das sind so Hornhautentfernungssocken. Dann habe ich noch mit in dem Paket von Revlon einen Mattbalm. Dann packe ich euch mit rein von Essence Fame in a Bottle, das ist so loser Glitzer für die Nägel. Einen Rasierer von Wilkinson, der in beide Richtungen rasiert, packe ich euch auch noch mit rein. Dann kommen noch zwei Nagellackfarben von Catrice, einmal weiß und einmal rot, mit in das Paket. Passend zu meinem Pulli und der Mütze. Und als letztes packe ich euch auch noch mit rein so wunderschöne Mermaid-Pinsel. Ich fand die cool, die kommen auch mit rein. Ihr Lieben, denkt immer dran, helfen ist süßer als Schokolade. Lasst sehr, sehr gerne dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ja, ich verlinke euch hier oben einmal das Video von Katis Kosmos. Hier unten verlinke ich euch meinen letzten Upload. Und hier könnt ihr Katis Kosmos und Kitty Cat einmal besuchen. Ja, das war's dann auch schon von mir. Ciao, hoffentlich bis zum nächsten Mal.